Hallihallo, meine Lieben. Welcome back. Ich bin wieder zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wundervollen Sommer, also schöne Sommerferien. Habt euch erholt, seid entspannt, fühlt euch gut, habt viel Zeit mit Freunden, Familie, Partner, Kindern verbracht und nun gehen wir gestärkt in den Herbst. Noch haben wir Spätsommer. Ich dachte mir so passend zum Spätsommer ein leichtes Quickie Summer Make-up, weil unsere Haut ist ja im Sommer ein wenig gebräunt und da brauchen wir ja nicht viel. So ein bisschen die Augen betonen und die Lippen vielleicht ein wenig Glow aufgetragen. Ich habe überhaupt kein Make-up drauf, weil ich durch die Ostseesonne etwas gebräunt bin. Ich habe lediglich ein klein wenig von dieser afrikanischen Erde aufgegeben mit einem großen Pinsel und ich möchte euch jetzt hier, ja, sind das Smoky Eyes, Summer Smoky Eyes, also mit diesem Stift hier, das ist so ein Liquid Eyeshadow Stick von Catrice, die Farbe ist Brown Under, fand ich sehr schön und die werde ich mir jetzt auf die Augenlider geben. Bei einem Liquid Eyeshadow braucht ihr nicht unbedingt eine Base, es sei denn, eure Lider sind ein wenig verfärbt. Also, was wir noch brauchen, ist ein Verblenderpinsel. Ich habe jetzt diesen Ebelin, den habe ich auch die ganzen Ferien über mitgehabt. Der ist wirklich klasse. Der ist schnell ausgewaschen und ruckzuck wieder trocken. Also, ich gebe jetzt diesen wundervollen Eyeshadow auf. Ich muss mal gucken hier, dass ich, ihr seht jetzt ein bisschen vom Spiegel, auf das gesamte bewegliche Lid auf. Nicht zu weit nach außen gehen. Und nun nehme ich diesen sauberen Verblenderpinsel und verblende das ein wenig. So. Also nicht zu weit hinausgehen, ja. Es kann ruhig ein bisschen hier nach oben gezogen werden. Wow, glänzt ganz schön. Nächste Auge. Ja, ich kann ja zwischendurch ein bisschen reden. Also, ich war ja nun 3 Wochen unterwegs und bin ehrlich gesagt froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ihr seid mir so toll gefolgt, die meisten von euch. Was ich ganz süß fand, ich habe mir auch Mühe gegeben, euch immer auf dem Laufenden zu halten, wo ich gerade bin, was ich so mache. Meine Gedanken habe ich geteilt mit euch. So, ganz schön heavy, wow. Smoky Eyes, dafür brauchen wir einen, also ich würde jetzt nicht schwarz nehmen, schwarz ist zu hart, das ist ein brauner Gel Eyeliner von Bobbi Brown, Chocolate Truffle und das gebe ich jetzt so ganz messyhaft oberhalb des Wimpernkranzes oder der Wimpernlinie Lashline auf, das Lid ein bisschen straff ziehen, ist im Alter immer besser. So. Tja, also schön, dass ihr mir gefolgt seid. Das ist echt schwierig zu quatschen. Meine Hände zittern, so ungewohnt. Ich habe lange kein Schminkvideo gemacht und jetzt gebe ich das hier unten noch. Am unteren Wimpernkranz entlang und ziehe das hier so ein bisschen nach oben am äußeren, seht ihr? Und jetzt nehme ich einen sauberen Q-Tip und verwische das so ein bisschen. Ich habe von einer sehr guten Freundin, das heißt die Tochter von der Freundin, diese Lash Sensational von Maybelline ist das, ne? Kennengelernt, kennen und mögen gelernt. Die hat so ein
was hat die für ein Bürstchen? So ein geschwungenes Bürstchen. Und das funktioniert ganz gut. Also ich war ehrlich gesagt begeistert oder bin begeistert. Hat eine schöne Farbabgabe. Nicht pumpen. Aber es kommt sehr viel Farbe raus. Es kommt immer so viel Farbe. Dann ist immer so viel Farbe am Bürstchen. Da muss man echt aufpassen. Die macht also schöne, schwarze, geschwungene Wimpern. Mir ist aufgefallen, wenn die Wimperntuschen neu sind, sind die irgendwie alle toll. Das ist ganz schön viel Farbabgabe. Seht ihr das? Das klumpt dann so ein bisschen. Mit dem Abnehmen war es auch ganz gut, aber ich habe mir jetzt angewöhnt, mein Augen-Make-up mit Kokosöl zu entfernen. Das ist am schonendsten für die Hautpartie unter den Augen und auch für die Wimpern selbst. Dann braucht ihr nicht unbedingt ein Serum, dieses Wimpernserum. Wimpern sind getuscht mit dieser wirklich sehr schönen Mascara. Kostet so um die 10 Euro, glaube ich. Ich glaube es um die 10 Euro. Lippenstift. Zum Sommer passt natürlich ein. Also ich würde sagen Orange. Orange ist so eine Sommerfarbe. Und ich habe hier noch einen von Bobbi Brown, der nennt sich Baby Peach. Na doch, der ist schon, den habe ich schon eine Weile. Und den... Man kann natürlich einen Lip Liner benutzen. Ich habe sogar einen hier liegen. So ein Clear. Tja. Ja, ihr kennt das ja, ne? Man kann natürlich auch einen Lippenpinsel nehmen. Ich glaube, ich gehe es doch nochmal mit dem hier, damit das nicht so verläuft. Und als kleinen Tipp von diesem Baby Peach: einen Hauch auf die Wangen, wirklich nur einen Hauch, ihr seht das ja, ne? Dass ich das fortsetze, die gleiche Farbe. Und jetzt will ich euch gleich noch einen tollen Highlighter vorstellen. So eine Highlighter-Palette, die hatte ich mir bei diesem Action Haul zugelegt. Die hatte ich ja schon mal gezeigt, kostet, das ist ein Witz, ne? Bei Action, das ist dieser holländische Supermarkt. Diese holländische Supermarktkette. Ich muss sie erstmal aufbekommen. Das ist also Glow und Highlighter. Kostet, glaube ich, 3,95 Euro. Habe ich schon gesagt. Und dann nehme ich jetzt mal diesen Goldton, weil ich ja nun schon ein wenig Orange auf den Wangen habe. Und ein Hauch auf die Wangen, Nase, Stirn, Kinn. Zum Sommerlook. Passen auch so, ich sag mal so Messi-Haare, ne? So, das sind solche Beachwaves. Kann man jetzt, manche Leute, also die Frauen, die Locken, die Naturwellen haben, ärgern sich oft, aber Mädels, seid froh, dass ihr sie habt. Andere Frauen mit glatten Haaren müssen sich die Beachwellen mühevoll legen, ob jetzt mit einem so einem Lockenstab oder mit diesen Spiralwicklern, die ich habe. Ich habe mir diese Spiralwickler vorhin ins feuchte Haar gemacht, dass es so ein wenig wellig ist und nicht so Schnittlauch-lockenmäßig gerade. So, ihr Süßen, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich werde als nächstes Video dann ein Aufgebraucht-Video für euch machen. Ich habe nämlich eine Menge angesammelt, schon vor dem Urlaub. Ich wollte es eigentlich vor dem Urlaub abdrehen, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Und nun hat sich natürlich auch im Urlaub einiges angesammelt und es sind eine Menge Tuchmasken dabei.
eine Menge Tuchmasken, die ich euch dann vorstelle und was ich, und ich sage ich euch dann dazu, ne, wie ich die fand. Es gibt ja so irrsinnig viel. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommen neue Tuchmasken auf den Markt. Es ist so eine riesige Auswahl an Tuchmasken. Aber ich habe so die herkömmlichen benutzt, die es so im Drogeriemarkt gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Bis Donnerstag. Ciao.